Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Neue Woche, neues Glück. Die Man City Fanset, beziehungsweise, ich weiß nicht, hier steht gar nicht drauf, ob es ein Teamset ist, Fanset. Auf jeden Fall ist es ein Manchester City Set. Diese Sets feiere ich an sich generell immer ganz gut, auch wenn ich jetzt kein City-Fan bin. Ja, ihr seht, die drei Spieler sind schon sehr, sehr geil, wenn man die zieht. Man kann auch ein Yaya Touré ziehen. Die Sets sind immer relativ günstig. Und ja, fühle ich an sich, habe schon ein paar Videos und Bilder gesehen. Soll anscheinend ein cooles Set sein. Da gehen wir heute rein. Wir haben drei Stück. In jedem Set ist, beziehungsweise sollen zwei Parallels drin sein, also zwei nummerierte und ein Autogramm in jeder dritten. Wir haben hier drei Stück. Das heißt, eventuell haben wir ja ein Autogramm, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, Haaland wäre natürlich doppelt krass. Dann nochmal kleine Werbung in eigener Sache. Ihr wisst ja, aktuell bin ich sehr viel am Sammeln, am Öffnen und Co. Ich habe einen extra Trading Cards Account mir gemacht für Instagram. Zeige ich euch mal ganz kurz. Verlinke ich euch auch unten. Könnt ihr mir gerne reinfolgen. Da poste ich immer so meine Hits, meine Sammlungen, eventuell Karten, die ich abgebe, verkaufen oder traden möchte. Oder generell einfach Updates für meine Kollektion, was die Karten angeht. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mir gerne folgen. Haben auch schon knapp 140 Leute reingefolgt. Jetzt mal abgesehen, ohne YouTube oder ähnliches, ohne dass ich auf YouTube Werbung gemacht habe. Generell halt einfach, weil die Leute gesehen haben, was für Karten ich gehittet habe. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt hier rein. Das sind insgesamt wieder 6 so kleine Sets hier. Und wie gesagt, natürlich auch gerne jemand ein Däumchen nach oben da lassen und ein Abo hier auf dem YouTube-Kanal. Und wie gesagt, auch gerne auf dem Insta-Account. Wir haben hier keine Parallel, glaube ich. Wir haben Mahrez, Paulo Wanchope, kenne ich gar nicht. Sergio Gomez, Lauren Hemp, Mika Richards und Ilkay Gündogan. Ich muss sagen, die Karten, also das sind jetzt, no joke, meiner Meinung nach die billigsten. Aus den ganzen letzten Sets könnt ihr mal gerne, also die haben keine großen Macken oder so, aber ich finde die sehr dünn. Also weiß ich nicht, könnt ihr mal gerne eure Meinung reinschreiben. Ich fand da tatsächlich die auch diese Barca oder Bayern Teamsets Karten um einiges dicker. Ich weiß nicht, wie das dann ist mit den nummerierten bei dem Set hier. Da hinten haben wir auf jeden Fall eine nummerierte oder ein Autogramm, weiß ich nicht, legen wir mal weg. Aber die Sets lassen sich gut öffnen. Das ist ganz nice. Ja, by the way, City hat auch ein paar coole Wookies. Nächste Parallel. Okay, wenn wir jetzt noch eine haben, dann hätten wir sogar ein Autogramm. Wäre nice. Und Farbe immer schwierig. Okay, hier ist keine. Haaland. Ja, ich muss wirklich sagen, die Karten sind sehr, sehr dünne Pappe, meiner Meinung nach. Aber, ja, vielleicht auch Geschmackssache oder so, keine Ahnung. Aber das fällt mir jetzt hier gerade so random mal auf, okay. Ah, komm schon. Im letzten müsste dann noch mal eine schimmernde Karte drin sein jetzt hier. Für ein Autogramm. Wäre cool. Und, okay, wir haben in der ersten Box anscheinend schon mal kein Autogramm. Schade. Weil sonst hätten wir jetzt hier noch eine dritte glitzernde, sage ich jetzt mal. Wir gehen hier mal rein. Wir haben Kyle Walker, Vicky Lozada, Phil Foden, Ruben Diaz und noch eine, Robbie Fowler. Und dann haben wir zu 99 Manuel Akanji. Hat hier auch eine kleine Macke. Aber die sieht eigentlich ganz nice aus, aber auch relativ dünn, meiner Meinung nach. Aber okay, zu 99, das ist natürlich das, das was man am wenigsten gern ziehen möchte. Rico Lewis. Ich weiß nicht, ob die hier nummeriert drin sind, die Karten. Die sind eigentlich ganz cool, diese doppelten. John Stones. Rico Lewis nochmal. Ruben Diaz und... Ist das rot? Vielleicht zu 10, zu 5? Ah, nee. Ist aber ein Wookie zu 49. Rico Lewis, Manchester Finest Wookie.
Ich weiß nicht, ob der gerade irgendwie spielt, abgeht. Aber die Karten sehen echt cool aus. So 49er Wookie, das ist in Ordnung. Akanji, bin ich jetzt ehrlich, feiere ich jetzt nicht so ganz. Ja, zu 99 sind halt immer, ja, die will man halt einfach nicht. Aber gehen wir mal rein in die zweite Box. Wie gesagt, ein Autogramm wäre halt echt cool. Ich meine, das ist halt immer der Grund, warum ich auch zum Beispiel immer dann diese Menge hole an Boxen. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Boxen steht, ja, dass in eins von zwei Boxen ist ein Autogramm, dann hole ich mir meistens zwei. Wenn da steht, in eins von drei, dann hole ich mir meistens drei, weil ich halt immer zumindest eine Chance mitnehmen will auf ein Autogramm. Ja, wie gesagt, es ist halt trotzdem kein Muss, dass dann eins drin ist. Aber es kann halt. So, was haben wir hier? Ah, erstes Pack schon mal direkt ohne Hit. Ederson, Akanji. Komm, lass uns mal Glück haben hier. Ich muss ja echt sagen, bisher kann ich mich eigentlich nicht beschweren bei den Sets von Tops direkt. Die waren bei mir bisher immer krass, haben immer krass gegönnt. Wenn es jetzt halt nicht der Fall wäre, wäre es halt so, ja, wäre jetzt nicht komplett tragisch. Wäre zwar schade, aber ich muss sagen, ihr habt ja wahrscheinlich die ganzen letzten Packs von mir gesehen. Ja, da waren die ganzen letzten Sets direkt von Tops immer sehr, sehr krass. Und wie es aussieht, auch hier, wir haben jetzt noch drei Packs. Wie es aussieht, auch hier keine Autogrammkarte. Bisher noch keine Parallel drin gehabt. Ah, da ist eine zu 99. Scheiße, habe ich jetzt schon gespoilert. Ah, vielleicht haben wir jetzt trotzdem noch. Komm, hier jetzt nochmal eine Parallel. Ah, okay. Also wieder eine Box ohne Autogramm. Da haben wir jetzt gleich die letzte Box. Ah, schade, bricht mich das Teamset von Manchester City. Wird es mich brechen? Ich habe fast so das Gefühl. Okay, hier hinten ist eine Legend. Ah, nee, wir gehen erstmal in die zu 99 hier rein. Phil Foden, aber oh mein Gott. Wie beschädigt ist diese Karte da oben? Das ist ja schade, ey. Es ist ein Phil Foden, halt auch nur zu 99, aber guck mal diesen Damage hier oben an. Boah. Also ich muss sagen, nach den letzten Teamsets, wo ich eigentlich echt zufrieden war mit der Qualität von FC Bayern und auch Man City, beziehungsweise nicht Man City öffnen wir gerade, auch den Barcelona oder Paris Teamsets, war die Qualität meiner Meinung nach besser, weil es ist halt wahrscheinlich auch immer Glückssache. Ich glaube, manche würden sagen, dass die Qualität hier besser ist. Aber ja, ihr seht, was ich hier für Karten bekomme. Ich finde die generell halt sehr dünn, lappelig. Und ja, ihr seht den Foden. Also bisher weiß ich nicht. Und hier haben wir einen Robbie. Oh, 10 von 10. Und der hat sogar, ja, hier oben halt ein bisschen. Das ist anscheinend normal bei dem Set. Ah, eine zu 10. Geil. Die nehme ich definitiv mit. Robbie Fowler zu 10. Und jetzt haben wir hier noch eine Box. Vielleicht kommt noch das Autogramm. Aber schon mal eine zu 10 nummerierte, was echt ganz cool ist. Aber ihr seht auch dort, wie gesagt, an der oberen Kante sieht man hier einfach, dass die Kante nicht so schön ist. Aber wie gesagt, das ist halt auch leider nur, ja, ein billiges Hobbyprodukt, sage ich jetzt mal. Es kostet halt keine irgendwie 150 bis 200 Euro. Ich glaube, die haben bei Tops, glaube 35 oder 40 gekostet, bin ich der Meinung. Das ist halt für Hobbyprodukte relativ wenig. Okay, erstes Pack schon wieder nichts drin. Boah, ich glaube, ich habe wirklich das Pech und habe leider kein Autogramm. Okay, hier kommt ein Hit. Komm, bitte. Bitte gönn mir was. Und okay, hier haben wir nichts. Etihad Stadium. Phil Foden. Komm, hau jetzt nochmal zwei Hits raus, bitte. Hier ist noch ein Hit.
Es war auch wieder blau, gelb, grünmäßig, keine Ahnung. Ich glaube, das ist alles zu 99, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben ein Auto, wir haben ein Auto. Das ist die dritte Parallel, nice. Also haben sie die Quote wieder erfüllt. Hier kann jetzt nichts mehr kommen. Sehr nice. Also da bin ich doch sogar zufrieden. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was da jetzt drin ist. Wir werden jetzt natürlich gleich reingehen. Ich will nur mal kurz hier ein bisschen aufräumen wenigstens. Ja, wir haben Robbie Fowler zu 10. 10 von 10. Und jetzt gehen wir noch in unsere drei Parallels rein. Ilkay Gündogan und wir haben Forward. Oh, ist das Alvarez oder? Es ist eine Frau zu 99. Mary Fowler. Ist das die Tochter von dem? Ich weiß es, um ehrlich zu sein. Aber ohne Scheiß, die Karte zum Beispiel, die hat hier oben an der Kante gar nichts. Die ist komplett clean. Das ist halt echt ärgerlich, wenn man das jetzt mit dem Robbie Fowler, da sieht man oben diese Kante. Also, ja, muss man halt leider ein bisschen Glück haben wahrscheinlich. Gehen wir hier rein. Oscar Bob. Erling Haaland. Julian Alvarez und Oscar Bob ist es. Habe ich jetzt schon gesehen. Zu 49. Okay. Also 99 und 49 ist schon mal weg. Das waren keine Autogramme. Und dann ist jetzt hier die letzte Karte das Autogramm. Und da bin ich mal gespannt, was das sein wird. Forward City. Oh, es ist, glaube ich, wieder eine Dame. Es ist Julian Alvarez. Zu 5. No. No way. Es waren einfach nur drei Parallels. WTF, normalerweise sind nur zwei Parallels und wenn dann noch eine Parallel zusätzlich, das Autogramm. Sie haben mich komplett gescammt. Einfach drei Nummerierte. Einmal Julian Alvarez, Oscar Bob und Mary Fowler. Dazu Robbie Fowler, Phil Foden, Akanji und Rico Lewis. Das war so meine Ausbeute aus dem Man City Teamset. Ich bin ehrlich, bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich meine, klar, ich meine, man kann wirklich nicht immer Glück haben, aber man geht halt mit der Hoffnung rein, man holt sich 4 Sets und beziehungsweise 3 Sets habe ich ja gehabt. Man holt sich 3 Sets und zieht eventuell ein Autogramm, weil hier steht's, die Chance ist eigentlich in 3 Boxen ein Autogramm zu ziehen. 2 Parallels sind nur drin. Dadurch, dass wir jetzt hier in der letzten 3 Parallels hatten, dachte ich eigentlich, okay, da ist das Autogramm mit drin. War es aber dann letztendlich nicht. Wie gesagt, check gerne mal Insta ab, schreibt gerne was unten in die Kommentare, lasst gerne wie immer ein Däumchen nach oben da und ein Abo und ciao, ciao.